Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Der Sklave hat nur eine alte Münze dabei und der andere Sklave ebenfalls. Knochen eines Skeletts, da ist dann wohl einer. Ja, der da wahrscheinlich. Schon etwas länger hier rumgelegen und zu Knochen zerfallen. Ihh. Naja, was heißt ihh? Eklig ist es ja eigentlich nicht, aber halt, naja, traurig. Dass die Leute hier so sich zu Tode schuften für nix und wieder nix. Nur damit Raven ein bisschen mehr Gold hat. Nun ja, was ist das? Hey, 6 Dunkelpilze! Moment, hab ich die gerade gekriegt? Bin mir nicht sicher. Ja, hab ich. Großartig. Das sollte meine Mana-Probleme irgendwann lösen. Aber derzeit halt leider noch nicht. Oh, eine verschlossene Truhe. Links. Nein! Rechts, 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 rechts. Links? Nein. 5-mal rechts, 6-mal rechts, wieder 6-mal rechts, 53 Gold. Ja, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich mir die Rüstung gekauft habe. Ich habe mittlerweile ja wieder, schon wieder so viel Gold. Ich glaube nicht, dass ich damit irgendwas anderes hätte besser anfangen können, mit der Menge an Geld. Ich schaue mal eben noch, was es hier hinten so gibt, weil ich ja eher immer so die Sackgassen erkunden möchte. Kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Auch von anderen Spielen, dass ich einer bin, der immer gerne die Ecken erforscht. Gut, hier gibt's nichts mehr. Kann ich denn schon zu Raven rein? Hey, langsam! Du kommst nicht rein, also verschwinde! Geh aus dem Weg, ich muss zu Raven. Niemand betritt diese Gemächer. Klare Anordnung von Raven persönlich. Es ist verdammt wichtig, dass ich ihn erreiche. Nein, ist es nicht. Nur Bloodwyn hat die Erlaubnis, sich drinnen aufzuhalten. Bloodwyn ist drin. Dann hol ihn raus. Ha! Glaubst du im Ernst, ich würde das tun? Ja. Mag ja sein, dass du jetzt ein wichtiger Mann im Lager bist, aber deine Macht endet genau hier. Begriffen? Also, geh in die Mine und buddel nach Gold oder mach sonst was, aber steh hier nicht im Weg rum. Ich gebe dir 1000 Goldstücke, wenn du mich reinlässt. Du verschwendest deine Zeit, Penner. Bloodwyn? Sollte der nicht tot sein? Er ist stärker als jemals zuvor. Und wenn er erfährt, dass hier jemand Ärger macht, macht er Kleinholz aus dir. Moment, was? Wir sprechen uns noch. Du kannst dir denken, was ich dir dann sagen werde. Er macht Kleinholz aus mir, wenn jemand Ärger macht. Das ist ja gemein. Vielleicht kann ich ja gar nichts dafür, dass jemand anderes Ärger macht. Schon mal darüber nachgedacht? Ne? Man ja nur. So, hier hinten ist nichts mehr. Kann ich da hoch? Sieht nicht so aus. Sieht, obwohl ich jetzt hingucken kann, immer noch nicht so aus. Hä? Was? Was? Ich kann hier tatsächlich hoch? Was zum Henker? Ist das Absicht? Muss das so? Ich würde behaupten, nein, das ist keine Absicht. Okay. Ich habe das Spiel zerstört. So ungefähr. Ich gehe mal ganz schnell wieder runter und dann tun wir so, als wäre das nicht passiert, ja? Danke. So. Ich will hier ja nicht rumglitschen oder so. Genau. Jetzt hier hinten noch was. Ja, tatsächlich. Eine Heilpflanze. Und wie es aussieht, kann ich hier sogar an der Wache vorbeischleichen. Will ich das denn überhaupt? Mal gucken, was er sagt, wenn ich von vorne komme. Nö, alles gut. Alles gut, gar kein Problem. Ich kann da rein. Und dann, wen haben wir denn hier? Eine Wache. Hey, willst du buddeln gehen? Nö. Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn? Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Da unten gibt's Minecrawler. Minecrawler, gute Beute. Viel auf das Geschäft. Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Bloodwyn? Hat er hier was zu sagen? Er hat die Aufsicht über die Mine, aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Nein, warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold.
Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein, ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert. Was wollte Raven in der Gruft? Du bist ziemlich neugierig. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Der war genauso neugierig. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Komm zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey, Scatty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen, beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und? Weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwin aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Und das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Nein. Ich will keine Lernpunkte für Goldhacken ausgeben. Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Aber vielleicht hat Lucia noch eine Flasche. Wohl bekomm's. Boah, das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. Ja, ich hab dich ja auch aus der Kolonie befreit, ne? Scatty war, glaube ich, derjenige, der im alten Lager saß und die Wetten bei der Arena angenommen Lass hat. Lass uns handeln. So, was steht denn hier im Angebot? Ein Eintopf. Leider nicht einer, der dauerhaft Leben steigert. Mit den ganzen Waffen kann ich eh nichts anfangen. Goldbrocken kosten 18, okay. Gut zu wissen. Ich schätze mal, die haben irgendwo einen Einschmelzer, der aus dem Gold Goldmünzen macht. Und ich habe hier einen Apfel gesehen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob er mir sauer ist, wenn ich den mitnehme. Deswegen speichere ich mal vorher. Es scheint ihn nicht zu stören, wenn ich hier die Sachen einfach einpacke. Von daher bin ich dann mal so dreist und schnapp mir das einfach alles. Vor allem den Heiltrank. Von der Truhe lasse ich allerdings mal die Finger. Da wird er ganz bestimmt dann Ärger machen. Apfel. Reicht leider immer noch nicht für eine Stärkestufe. Und hier hinten glitzert doch irgendwas. Guck mal, da liegt noch mehr Zeug rum. Rum. Habe ich genau in dem Moment gesagt, dass ich rum aufgenommen habe. Naja, passiert. So, ist die Mine jetzt hier ein eigenes Gebiet? Oder ist das im Level mit drin? Muss gar nicht laden. Wie praktisch. So, dann speichere ich hier nochmal auf den Slot. Nur um sicher zu gehen. Der muss einfach mehr trainieren. Goldklumpen, kann ich jetzt eigentlich trainieren? Möglich ist alles. 35%! Goldsplitter fliegen durch die Gegend. Das heißt obwohl, ich bin noch nicht so gut. Yay, ich habe einen Goldbrocken gehackt. So, sollte aber auch reichen. Wen haben wir da? Finn, Paul, Emilio. Hey, wie läuft's denn so, hey, Jungs? Wie läuft's? Ich rackere mich ganz schön ab. Na, Hauptsache, ich werde nicht von einem Crawler gefressen. Ja, das dürfte die Hauptsache sein, dass wir nicht gefressen werden. Wieder bei der Arbeit? Ja, jetzt hole ich auch noch das letzte Stück Gold aus dieser Mine. Das gibt doch hey! Sonst alles klar bei dir? Ja, ich werde einen Haufen Gold aus diesem Fels holen. Wie sie alle davon überzeugt sind, dass sie der Beste sind. Hey. Kannst du mir noch mal ein bisschen was beibringen? Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, ganz pass. Kann ich nicht. Okay. Ihr habt ja sicherlich gemerkt, es gibt hier und wieder da mal kostenlose Boni zum Goldhacken. Und man kann wohl 80% oder 90% erreichen ohne Lernpunkte und ohne Goldeinsatz. Und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, möglichst viel einzusacken. Aber ich will natürlich keine Lernpunkte ausgeben. Hey, dafür. Du. Warte mal. Gibt's Probleme?
Minecrawler. Jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bloodwayne hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bloodwayne reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Kannst du mir noch was über Bloodwayne sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann's nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Gut zu wissen. Der kleine Bloodwayne ist wohl ein bisschen jähzornig. Hey, du. Bitte schlag mich nicht. Was? Hey. Was willst du von mir? Geh weg. Hey. Ich hab nichts getan, lass mich in Ruhe. Hey, du. Bitte schlag mich nicht. Okay, du bist ja gruselig drauf. Links, rechts, rechts, links, rechts. Yay! Hey, wie gut. Das war geraten. Immerhin ein Mana-Trank und Fisch und ein paar Pfeile. Pfeile sind ja Gold, wisst ihr ja alle. So, was haben wir hier? Hier liegt doch irgendwas rum. Ach so, ein Toter. Na klar. Bisher habe ich nichts Wesentliches verändert. Habe keinen wesentlichen Fortschritt gemacht. Deswegen speichere ich nochmal auf denselben Slot. Und dann gucke ich mal, ob die Toten hier noch irgendwas dabei haben, was ich nutzen könnte. Sieht aber nicht so aus. Minecrawler! Ich liebe doch Minecrawler. Jeder liebt Minecrawler, oder? Ich meine, die sind so süß. Nichts zu holen. Leider kann ich ihre Platten nicht nehmen. Das wäre ziemlich cool, wenn ich daraus eine Rüstung machen könnte. So eine Rüstung kann man tatsächlich machen hier in Gothic 2. Habe ich rausgefunden, aber das Problem ist, die ist nicht wirklich gut. Also schon die nächste Magierprobe, die ich kriege, ist besser als die Minecrawler-Rüstung. Und das will was heißen. Oh, komm schon! Weich doch nicht ständig aus. Ich will dich doch einfach nur töten. Gut, okay, ich weiß, du willst nicht getötet werden, aber das ist doch nicht mein Problem. So, hier drüben liegt auch noch ein bisschen Zeug rum. Okay, erstmal Minecrawler erledigen. Kommt beide her, na kommt beide her. Ah. Hat nicht ganz gereicht, um den zweiten noch zu verbrennen. Na, komm schon. Ach, da ist ja gleich noch einer. Guck mal. Oder waren das zwei, die ineinander geglitscht waren? Keine Ahnung. Ist ja auch egal, ob da hinterher kam oder direkt da war. Guck mal, was wir da haben. Ein Dunkelpilz, ein paar Tränke. Minecrawler Zangen, Spruchrolle. Noch ein Trank. Und vor allem noch ein Pilz. Yay, ich mag diese Pilze. Ihr werdet noch sehen, warum. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht, weil ich dann irgendwie mal 300 Pilze am Stück futtern werde. Das wird ziemlich lange dauern. Vielleicht mache ich eine Spezialfolge draus. Ich nenne sie Pilzragout oder so, keine Ahnung. Was? Plus 120? Plus... Was? Was war das denn? Nichts zu plündern. War das ein besonderer? Oder war das... Habe ich irgendwie noch ein bisschen extra Erfahrung gekriegt, weil das der letzte war? Das könnte sein, ja. Will ich nicht ausschließen. Eine Spruchrolle? Lederbeutel? Oh, Blauflieder. Komm, gib her. Komm, gib her. Den nehme ich. Und das nehme ich auch. Und ansonsten... Glaube ich, habe ich hier drin alles erledigt. So viel war es gar nicht. Ne? War irgendwie gar nicht so viel. Da hinten war ich schon.
Ach, von wegen alles erledigt. Guck mal, Pilze. Okay. Nur noch der eine da. Ich dachte vielleicht hinter dem Felsen noch was, aber nö, nur der eine. So. Ich brauche Mana und ich habe ganz viel Blauflieder. 30, 35, 40, 45. Dann fehlen mir jetzt noch genau 50. Und beim Leben brauche ich nochmal eine 5. Nicht mehr 3. Dann brauche ich 130. Und 130 sind, wie wir alle wissen, 70 und 50 und 10. So, Wunderbärchen. Und mal wieder Fische weg. Dann brauche ich schon mal keinen Platz mehr im Inventar. Es ist nicht mehr so zugemüllt. Da glitzert was an der Wand. Was ist das? Eine Textur. Schade. Die kann ich nämlich leider nicht mitnehmen, so eine Textur. Das wäre gut. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwayne ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwayne herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Ups, was? Hey, Bloodwayne, kennst du mich noch aus dem alten Lager? Wir haben uns da mal gesehen und dann habe ich mein Schutzgeld nicht bezahlt. Erinnerst du dich? Warte mal. Du hast die Mindcrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal, du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünden haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Das gilt für alle, die noch leben. Und ich dachte, ich hätte dich erwischt. Du mieser Hund. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Du und viele andere Typen auch. Ich werde dich trotzdem besiegen. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Ravens engster Vertrauter. Seine rechte Hand. Ja. Das war wohl sein größter Fehler. Du mieser Hund. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl! So, das, ich weiß ja nicht. Raven öffnet schon den Tempel. Finde ich nicht gut. Was ich hier tun möchte, ist ein bisschen Abstand zwischen ihn und mich zu bringen, damit ich meine Magie einsetzen kann und gleichzeitig auch Abstand zwischen mich und die anderen bringen, damit die von meiner Magie und von dem Kampf nichts ab- oder mitbekommen. Siehst du mal, so viel hält er gar nicht aus. Wenn ich den jetzt dreimal verzaubere, hat er ja schon mal den Großteil seiner Lebensenergie weg. Autsch! Und er haut ziemlich rein. Wir sprechen uns noch! Verdammt! Ich sagte dreimal treffen. Ich sagte dreimal treffen. Autsch. Au. Was zum Henker? Der ist ja ganz schön mächtig, hey, ist er. Okay, dann sollte ich vielleicht dreimal wieder Magie treffen. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich bin halt immer noch nur ein Magier und kein Kämpfer. Und hab eine relativ schlechte Rüstung an. Das erklärt natürlich ein bisschen auch, warum ich hier physisch so Probleme habe. Bei physischen Treffern. Von Schwertern und so, von Kämpfern. Ja. Andererseits kann ich halt relativ gut austeilen. Mit Magie. So, hey, war doch gar nicht so schwer. Das Ganze ohne einen Kratzer abzukriegen. Bloodwins Kopf und Bloodwins Schlüssel. Ich hab Bloodwins Kopf. Was zum Henker? Was zur Hölle soll ich damit denn tun? Und warum habe ich einen Kopf dabei? Gut, den kann ich vielleicht den Piraten bringen. Vielleicht freuen die sich dann. Stimmt, zu den Piraten müsste ich eher wieder gehen.
Du hast es diesem Penner ja ordentlich gezeigt. Saubere Leistung. Ja. Dann werde ich mich mal in der Höhle umsehen. Ja, du findest da nichts mehr. Ich habe da schon aufgeräumt. Gut. Damit wäre die Geschichte mit Bloodwind hoffentlich erstmal erledigt. Schauen wir doch mal, was es hier gibt. Crimson. Was machst du? Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse. Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mache dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Was? Nur? Lass uns falschen. Nein, nein. Das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Das ist ja aber eine interessante Logik. Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Und dann kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme. Das war der Klang des Untergangs der Welt. Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Uiuiui. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar. Bist du bereit? Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Da passiert ja gar nichts. Lass uns tauschen. 10 Gold für einen Goldbrocken. Ist ein bisschen wenig. Ich habe vorhin bei Huno gesehen, dass ich die für 18 Gold kaufen kann. Das heißt... Hey, wo willst du hin? Willst du in diesen Gang? Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Sie müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bloodwind. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bloodwind geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Nee, lass mal, mit dir lege ich mich noch nicht an. Das kommt nachher. Hier sind Sklaven. Okay, und hier hinten sind noch mehr Sklaven. Ich würde mal sagen, diese seltsame Fleischwanze. Wanzenfleisch, nom nom nom. Das ist das Beste. Gibt's was Leckeres als Fleischwanzenfleisch? Ne? Um ehrlich zu sein, ja. So, aber wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte gerade ist, ich habe bei Huno gesehen, dass ich 18 Gold bezahlen muss für einen Goldbrocken. Und von daher denke ich mal, dass der schon so 20, 30 Goldmünzen aus so einem Brocken rauskriegt. Also mit 10 lasse ich mich da nicht abspeisen. Aber ich werde hier erstmal mit den Sklaven weiterreden. Und auch ein bisschen was rausfinden über Raven und die Geschichte hier. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.